Papst Franziskus hat das Rücktrittsangebot von Reinhard Kardinal Marx von der vergangenen Woche abgelehnt. Mach weiter, so wie du es vorschlägst, aber als Erzbischof von München und Freising, schreibt das Oberhaupt der katholischen Kirche in einer Mitteilung. Der Papst verwies auch auf Petrus mit einem Bibelzitat, in dem der Sünder weiterhin die Schafe hüten soll. Der 67-jährige Kardinal Marx wollte mit seinem Rücktrittsgesuch im Skandal des sexuellen Missbrauchs in der Kirche in Deutschland ein Zeichen setzen. Bis Anfang des Jahres war Marx der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Am 4. Juni hatte er viel persönliches Versagen und administrative Fehler, aber auch institutionelles und systemisches Versagen festgestellt. Missbrauchsopfer fordern seit langem eine bessere Aufarbeitung und Entschädigung durch die katholische Kirche in Deutschland.